Hallo und herzlich willkommen zu einem Video-Review und ich habe hier heute für euch das Vodafone Smart 3, also ein Vodafone gebrandetes, ja, günstig Einsteigergerät, kann man sagen, im 4 Zoll Format. Und ja, da möchte ich euch kurz mal die Besonderheiten oder die Eigenheiten zeigen und wie das Ganze so aussieht. Ich tue mal die Verpackung hier ein Stückchen weiter rüber. Ja, hier haben wir das Gerät, das Smart 3. Gibt schon ein paar Vorgänger, wie man da unschwer ablesen kann. Ihr habt auf jeden Fall am Gehäuse auch ein Vodafone-Branding, auch hier oben Vodafone-Branding. Das liegt natürlich daran, dass diese Geräte auch exklusiv über Vodafone erhältlich sind. Kleine Besonderheit, wir haben hier unten eine Notification-LED. Wie ich eben schon gesagt habe, das Ganze hier ein 4-Zoll-Display. Ich habe mir das Ganze auch schon mal ein bisschen eingerichtet, habe da mal einen alternativen Launcher drauf gemacht und so weiter und so fort. Ich gehe mit der Kamera gerade mal ein bisschen rein, damit ihr das seht. Ja, wo fangen wir an? Ich hätte trotzdem mal beim Gehäuse nochmal angefangen. Also, wie gesagt, Notification-LED, hier haben wir den 4-Zoll-Screen, da oben Lautsprecher. Hier unten sitzt eine kleine Micro-USB-Buchse. Auf der Rückseite eine 5-Megapixel-Kamera mit Blitz. Oben einen Klinkestecker, der Power-Button und die Lautstärke-Wippe. Und boom, das war's auch schon. Ja? Kleine Besonderheit beim Auseinandernehmen. Wenn ihr hier oben diesen Rahmen abzieht, ja, habt ihr den Rahmen direkt in der Hand. Heißt also, meiner Meinung nach kann man da vielleicht sogar ein paar Wechselrahmen mit anderen Farben oder so bekommen. Würde ich auf jeden Fall für euch nochmal in Erfahrung bringen. Und ja, wenn ihr diese Klappe hier abnehmt, zack, zack, kommen wir hier an die Innenseite des Geräts. Hier seht ihr unter anderem, unter anderem haben wir also den 1500 mAh Akku hier drin sitzen. Hier oben kommt eure SIM-Karte rein. Und auch wenn das Ganze total komisch nach einer Standard-SIM aussieht, da geht eine Micro-SIM rein. Und das Ganze könnt ihr hier auch mit einer Micro-SD-Karte noch im Speicher erweitern. Zack aus, das war's. Kleine Besonderheit auch am Gerät ist, dass es vollständig mit NFC funktioniert. Das finde ich wie immer sehr gut. Ihr wisst, ich bin ein Fan dieser Technologie. Beim Zusammenstecken müsst ihr ein bisschen schauen. Da legt ihr zuerst die Innenseite in den Rahmen rein. Ab von der anderen Seite. Jetzt bin ich so. Also von der Innenseite. Zack, einmal drauf gedrückt und fertig ist der Lack. Und ich boote das Gerät mal eben für euch hoch. Ja, viel gibt es zu dem Gerät nicht zu sagen, außer dass es ein relativ flüssiger Einsteiger ist. Wir haben hier ein Android 4.1 Jelly Bean an Bord. In der Packung liegen auch NFC-Tags mit dabei, Kopfhörer, Ladekabel, ein Quick-Start-Guide. Und wie gesagt, hat hier ein 4 Zoll TFT Display, glaube ich, ist es. Ich würde es nochmal nachschauen. Schreibe ich euch in den Artikel, gerade nicht so wichtig. Bei der Bedienung merkt man natürlich den Einsteiger ganz klar raus. Und das äußert sich halt insofern, als dass ihr ab und an kleine Mikroruckler habt, kleine Denkpausen, Mikrolags, die sich halt in der Benutzung hier und da mal niederschlagen. Ich denke, das bleibt bei so einem, ja, wie sagt man, bei so einem absoluten Einsteigergerät nicht aus, denn soweit ich gelesen habe, kostet das Ding unter 100 Euro ohne Vertrag. Ich weiß gar nicht, ob es das ohne Vertrag überhaupt gibt, wenn vielleicht mit Prepaid-Karte von Call. Ja, schreibe ich euch auf jeden Fall in den Artikel. Ist auf jeden Fall ein günstiger Einsteiger, so viel kann ich sagen. Und ja, wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, also ich kann schon hier relativ flüssig, meine Güte, WhatsApp, relativ flüssig schon swipen, aber man merkt auf jeden Fall, da sind immer noch ein paar kleine Mikroruckler drin. Das gibt sich mit der Zeit ein bisschen, habe ich festgestellt, bei der Benutzung kann man das also schon eliminieren. Wichtig ist, ihr habt hier oben eine Energiesteuerung. Diese Energiesteuerung könnt ihr quasi die Helligkeit regeln, Benachrichtigungen regeln, die Energieoptionen wie WLAN, GPS und so weiter und so fort steuern. Und ihr kommt natürlich auch in die Einstellungsseite und da schauen wir nochmal ganz unten in die Telefoninfo. Und hier seht ihr auch Android 4.1.1 angegeben als Betriebssystemversion. Soweit so gut. Wie gesagt, hier unten das kleine rote Ding ist eine Notification LED. Das blinkt also lustig, wenn ihr irgendwelche Benachrichtigungen erhaltet. Und
Insofern hat man eigentlich für relativ kleines Geld einen relativ kompakten und funktionalen Einsteiger. Wie gesagt, ihr habt NFC, ihr habt eine Kamera, ihr habt einen Blitz, ihr könnt telefonieren, ihr habt Android, ihr habt HSDPA, ihr habt WLAN an Bord. Und das ist alles an und für sich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, in der Benutzung merkt man den Einsteiger natürlich diese Mikro-Lags und Mikro-Ruckler an. Das ist aber auch normal, das habe ich auch bei den LG-Geräten zwar seltener als beim Smart 3 gehabt, aber es war auch da. Insofern nicht verwunderlich. Kleine Überraschung für euch, ihr könnt eins dieser Vodafone Smart 3 Geräte gewinnen. Darf ich an euch raushauen, was es dazu braucht und wie ihr das Ding gewinnen könnt, sage ich euch auf jeden Fall im Artikel. Den müsst ihr natürlich schon noch lesen. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich auf jeden Fall und ciao, man liest sich. Baba, bis die Tage, habe die Ehre.